Michael Jackson muss wohl erneut vor Gericht. Am Montag hat der Sohn des Königs von Bahrain in London Klage gegen den King of Pop eingereicht. Wegen angeblichen Vertragsbruchs soll Jackson 7 Millionen Dollar zahlen. Nach dem Prozess wegen Kindesmissbrauchs im Jahr 2005 war der freigesprochene, aber angeschlagene Popstar als Gast in das Königtum Bahrain gekommen. Hier Fotos aus dem Jahr 2006. Der Scheich hat Jackson von diesem Zeitpunkt an wegen dessen Schwierigkeiten finanziell unterstützt, so der Anwalt des Königssohnes. Mit dem Geld wurden etwa Rechnungen für Jackos Neverland Ranch bezahlt. Geht es nach dem Scheich, so sind für diese Zahlungen feste Gegenleistungen vereinbart worden. Zumindest nach seinen Angaben hatten sich er und Jackson darüber verständigt, dass der Musiker eine Platte aufnehmen sowie eine Autobiografie und ein Musical schreiben wird. Die Geldbeträge seien Vorauszahlungen für die nie realisierten Projekte gewesen. Jackson dagegen sieht die Zahlungen als Geschenk an. Die Pop-Legende könnte bei dem Prozess für eine Aussage per Video aus Los Angeles direkt zugeschaltet werden.